herzlich willkommen bei unserer eBay-Auktion zu diesem Recaro Start. Der ist gut für Kinder von ganz klein bis, also Kleinkinder bis 12 Jahre circa, 9 bis 36 Kilo. Sie sehen den Sitz hier jetzt voll ausgefahren, also in der äußersten Position. Da können also durchaus noch Kinder bis 12, 13 Jahre drin sitzen, wenn sie das noch wollen. Wir machen den jetzt kleiner, weil zum Verschicken braucht man dann auch kleiner. Man sieht hier hinten die zwei Dinger, die man zum Drücken nach unten einfach drücken muss. Und dann sieht man hier die Löcher, wo es einrastet. Und wir ziehen jetzt praktisch das Stück für Stück nach unten. Geht nicht ganz einfach, muss es auch nicht, weil ja der Sitz auch sicherheitsrelevante Features hat. So, dann ziehen wir die Sitzpolsterung, das sieht man auch immer nochmal hier vorne, hier wieder durch. Dann ist der hier auch wieder schön brav und gerade. Ich drehe ihn jetzt nochmal um. Ich hoffe, ihn wird mit Schwindlicht dabei. Und dann kommt hier hinten das wieder drauf. Wir machen jetzt auch gleichzeitig noch die Seitenbacken nach innen. Das sind also nur hier anziehen, rausziehen den Hebel und loslassen. Und darauf achten, dass es wieder eingerastet ist, was es hier auch ist. Gut, dann ziehen wir das hier runter. Dann wird es hier mit einem Klettstreifen schön befestigt. Und das ist wieder in der passenden Position. So, so ist er dann für Kleinkinder. Und wir machen jetzt noch für die Kleinen, für die ganz Kleinen, hier, das zieht man natürlich nach hinten durch und macht es dann hinten fest, das mache ich jetzt nicht, die Sitzauflage. Und wir haben hier für die Seitenbacken auch noch zwei Verbreiterungen, damit ein kleineres Kind hier besser sitzt und nicht so drin rumwackeln kann. Dann haben wir noch hier die Kopfstütze zusätzlich, die hier oben einfach aufgesetzt wird. Was dann verhindert, wenn das Kind schläft, dass der Kopf nach links oder nach rechts wegsackt, was dann ziemlich arm aussieht bei den Kleinen. Was willst du von mir? Der schaut nicht gut aus links. Das sieht nicht gut aus? Das sitzt so schief. Sitzt so schief. Was? Und das ist ein Sitzverkleinerer. Sitzverkleinerer, ja. Sie hören das, meine Frau ist die Expertin, aber sie will nicht vor der Kamera das zeigen, deswegen mache ich das. So, hier haben wir den Hebel für die Schlafstellung. Das heißt, wenn man diesen Hebel hier zieht, kann man den Sitz nach vorne ziehen. Man sieht also, er geht hier ein bisschen in die Schräglage. Wenn das Kind dann müde ist und schlafen möchte, kann man den Sitz nach hinten verstellen. Mit dieser Verstellung kann man dann auch, wenn man hier die Backen etwas herausmacht, den Sitz auch gut transportieren, so werden Sie ihn auch von uns bekommen. So, dann kann man ihn nämlich auch zusammenklappen. Dann hat er also ein ziemlich kleines Packmaß, wenn man dann noch einmal einen Kofferraum tun muss, ist die Größe dann nachvollziehbar gering. Dann haben wir hier die Beschreibung, das ist nicht die Originalbeschreibung, die haben wir leider verloren. Das ist jetzt von einem neueren Sitz, aber Sie können sich ja das Video abspeichern, dann können Sie jederzeit schauen, wie es funktioniert. Das sind eigentlich die wichtigsten Funktionen. Das war's, der Sitz sieht sehr gut aus, wie man sehen kann. Ab und zu fangen sich hier ein paar Flusen, aber er hat keine Flecken. Wichtig ist noch zu sagen, dass wir Nichtraucher sind, auch im Auto natürlich, auch im Haus, wir rauchen nirgends. Das heißt, der Sitz riecht auch nicht. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Bieten. Vielen Dank.